Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Ich melde mich mit dem Video, wie geht es deinem Seelenpartner, Dualseele, Zwillingsflamme? Heute, was fühlt und was denkt er und was er dir sagen möchte, mit dem zweiten Teil meines Videos. Also, die das jetzt hier nicht verfolgt haben. Ich mache täglich die Dualseelen-Seelenpartner-Videos. Was fühlt er und was denkt er heute und was er dir sagen möchte, als Tag in Form ta von Tagesbotschaften. Und da ich in dieser Woche, also in der kommenden Woche, in einer Fortbildung mich befinde, habe ich das so einzeln für jeden Tag die Karten ausgelegt. Und nehme das aber in einem längeren Form auf und für den jeden Tag aber dennoch aufgelistet, an welchem Tag was der von der Energie jetzt auf uns sich auswirkt, auch durch die Portalenergien und was er dann an diesem Tag denkt und an diesem Tag fühlt. Und wir sind jetzt angekommen zum 30. Mai, also den Mittwoch, ja, und dafür bitte ich dich erstmal in der Energie meine Klangschale einzutauchen. Stimme dich ganz und gar auf deinen Seelenpartner ein. Ich hoffe, du konntest dich wunderbar einstimmen und bist du nun bereit für den Tag 30. Mai 2018, Mittwoch. Also der heutige Portal Energie bringt uns alle also ganz viel Erkenntnis in erster Linie. Ja, Erkenntnis, auch Mut und auch Kraft. Und also wir kommen immer mehr in unsere innere Führung und wir können uns wunderbar von den Meinungen und Ansichten anderer Leute, anderer Menschen wunderbar befreien, die uns versuchen zu beeinflussen. Ja, wir können da auch gut widersprechen, dass wir sagen, das stimmt so nicht ganz, ja. Und das ist wichtig, dass wir oder dass du auch in diesem Tag und auch dein Seelenpartner zu deinen eigenen Überzeugungen stehst und also mit der Sprache deines Herzens kommunizierst, was zu deinem höchsten Wohl dient. Und dass du auch nicht zulässt, dass du durch irgendwelche Bemerkungen andere Leute einfach von deiner inneren Weisheit weggebracht wirst, ja, oder also dass die dich abbringen, dass du diese Fremdbeeinflussungen nicht zulässt und dass das so von dir durch dein Selbstvertrauen so abprallen lässt, einfach, dass du sagst, ach, das lässt mich kalt, ja. So wirst du wirklich in dein strahlendes Licht, in dein lichtvoll sein, also eingehüllt. Und du wirst auch diese innere Führung und diese Bestimmung auch in dir wahrnehmen. Und dieses Licht hilft dir dann auch, in deine Kraft zu sein. Also hier Mut zu haben und auch Freude zu empfinden. Und vertraust du auch immer mehr in deine innere Führung und du spürst dann auch diesen Mut und diese innere Stärke auch in dir. Und dieser Prozess ist auch für deinen Seelenpartner genauso von einer großen Bedeutung. Ja, jetzt schauen wir mal für den 30., was die Venuskarte für deinen Seelenpartner sagt. Der reife Westen. Ich
bin die Kraft des Wassers, ich verwandle durch die Liebe, ich liebe bedingungslos. Reife Westen. Und dazu lese ich gerne die Bedeutung aus dem Buch vor. Das Leben verlangt von dir, Trost und Geborgenheit zu geben. Du hast die Kraft dazu. Du trägst dafür die nötige Wärme in dir. Eine Liebe will von dir gelebt werden. Eine Liebe, die dein Leben verändert und sehr umfassend wandelt. Gib dich dieser Liebe hin, ist eine Aufforderung, ja? Liebe, ohne an deine Liebe Bedingungen zu knüpfen. Liebe ist keine Handelsware, sie ist ein reines Geschenk. Du hast genug Liebe in dir, um die gesamte Welt damit zu bereichern. Gib deine Liebe, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Dein Leben erschafft Situationen, in denen du die Liebe in einer sehr reifen Form lebst und erfährst. Die Liebe verändert dich, lass es geschehen. Also, wenn du jetzt hier für deinen Seelenpartner dieses Video schaust, dann weißt du auch, dass er ein Gefühlsklärer ist und dass er dann total ein Verstandesmensch ist, ja? Und also das ist schon eine gigantische Entwicklung, wirklich in diese bedingungslose Liebe zu kommen, ohne zu verlangen, ohne zu erwarten. Und das ist schon eine sehr große Entwicklung heute, ja, nach dem Vollmond sowieso. Und es zeigt sich auch sein Selbstbewusstsein heute. Ich werde mir mehr und mehr bewusst, wer ich wirklich bin. Und das ist wirklich eine tolle Botschaft, eine tolle Karte, weil dein Seelenpartner kommt immer mehr in sein Selbstbewusstsein. Und das ist unglaublich schön. Ja, und hier zeigen sich nochmal religiöse Faktoren. Dein Liebesleben wird von deinen religiösen Erziehungen und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Also das bedeutet, dass er noch in seinem Prozess, also einiges noch also bearbeiten soll, auch spirituell sich öffnen soll, wachsen soll. Dennoch sind hier vielleicht auch Themen aus der Kindheit jetzt so, dass er sagt, ja, du kannst deine Frau oder dein Mann nicht verlassen, also religiöse Faktoren, ja. Dass da noch bestimmte Themen bei deinem Seelenpartner sind, aber nichtdestotrotz, wenn du hier diese Karte anschaust, hier siehst du auch die Krone. Also das deutet auch also einiges im positiven Sinnen, dass sich da auch eine Umwandlung stattfindet, was halt diese Themen anbelangt. Also auch wenn jetzt so Themen da sind, ja, siehst du, also schau mal hier, Selbstbewusstsein. Kommt ja in sein Selbstbewusstsein. Wenn du diese Karte anschaust, hier ist auch eine bestimmte Schein hier, so ein Heiligenschein, so eine Art, wie die Aura strahlt. Ich würde fast sagen, eine Gloria da, ja. Und mit dieser Krone da oben drauf, dass er quasi das alles erkennt. Also eine positive Karte allgemein heute nach dem Vollmond, ja. So, und dann kommt die Fülle. Und Fülle ist eine tolle Karte. Schau dir das mal an, wie viel Licht. Und das wird wirklich von oben so in ihm hineingeschüttet, so regelrecht diese Fülle. Und dieses Füllebewusstsein, dass man nicht im Mangel ist, sondern in diese Fülle eintaucht, auch dein Seelenpartner in völlige Erfüllung hineingeht. Und das ist einfach toll. Und dann welche Engel für göttliche Weisheit, mit deiner Hilfe komme ich an meine innere göttliche Weisheit. Also ich spüre hier eine gigantische Verwandlung, eine Verbesserung, dass es also ganz viel bei ihm schon sich getan hat, dass er schon in seine göttliche Weisheit auch gekommen ist.
sagt schon, wenn man auf die Seelenebene, ja, Wunder und Segen, das ist ja unglaublich. In allem sie liegt ein Geschenk, also es ist ein Wunder und ein Segen, also auch dieses Erkenntnis von dieser Beziehung, also ein Wunder und ein Segen auch für deinen Seelenpartner, und das ist unglaublich, ja. Jetzt schauen wir mal die Seelenpartnerkarten. Oh, glaubst es nicht. Also das sind immer Momente, wo ich sage, warum habe ich das nicht vor Ort gemischt, dass ihr das auch gesehen hättet. Aber ich glaube, dass ihr mir das auch glaubt. Ja, hier kommt das Soulmate, also das heißt der Seelenpartner, und kommt die Karte Liebe. Ja, da kommt ja wirklich diese innige Liebe. Das ist so schön. Ja, was möchte er dir sagen? Good vibrations, je besser du über dich selbst und die Situation, in der du gerade steckst, denkst und richtest, und je positiver, liebevoller und verständnisvoller du an deinen Wunschpartner denkst, umso mehr positive Energie sendest du ihm und richtest damit deine Aura auf das Gute und auf Wunscherfüllung aus. Da deine Gedanken deine Realität formen, ist es unerlässlich, im Vertrauen und in einer guten Stimmung zu bleiben. Lass die Sonne in dein Herz und du wirst staunen, wie sehr er sich dir öffnen wird. Also das ist jetzt die Botschaft jetzt von ihm an dich, ja? Wie es weitergeht. Also bleib im Vertrauen und öffne dich dafür. Das wird toll. Ja, und was ist bei ihm blockiert heute? Heute ist die Stirnchakra blockiert. Also dein Seelenpartner ist schon ganz schön blockiert. Also ich hoffe, du buchst auch hier bei mir diesen Chakrenausgleich, oder bei einer anderen Kollegin, ist ja auch egal, oder arbeitest irgendwie energetisch selber, oder lässt du halt diese energetische Arbeit machen. Also ist hier die Stirnchakra blockiert, also die Erkenntnisse, Intuition, Klarheit, Seele, innere Führung und ja, die Attraktivität. Also, ich mache meine Musik an. Ja, ist zu Ende gegangen. Eine Sekunde. So, dein Wunschpartner hat große Angst davor, dass du ihn für ein Weichei halten könntest. In außen zeigte sich diese Unsicherheit wahrscheinlich durch ein übersteigendes Geltungsbedürfnis, Arroganz und das Umgeben von Statussymbolen. Also viele werden sich hier wiedererkennen. Er zeigt gerne, was er hat, stellt sich selbst und was er hat zur Schau, damit auch ja jeder glaubt, er ist der Tollste. Hierzu kommt die Angst, eine emotionalen und sexuellen Bedürfnisse nicht erfüllen zu können oder du ihm nicht einen Ex-Partner von dir vergleichst. Für ihn wäre es ein Grauen, wenn du eines Tages feststellen würdest, dich in ihm getäuscht zu haben. Er will für dich perfekt sein. Zeige ihm mehr Bewunderung. Also er braucht diese Bewunderung von dir. Ach, du bist so toll, du bist wunderbar, du bist schön, ja. Das braucht er, also auch sein Selbstwertgefühl, das zeigt ihm nochmal. Oho, und da kommt nochmal die sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort in anderen, wo ihr beide eins seid. Also entweder kommt hier bei euch zu einer sexuellen Vereinigung oder in seine Fantasie. So, und hier kommt die Karte, ich liebe dich, ich glaub's nicht. Das ist so Wahnsinn, ne? So, und die Karten habe ich gemischt und hier sind auch zwei Karten hier gesprungen, ja. So, und dann kommen wir also zum 31. Mai 2018, also das ist der Feiertag, der Frohleichnam,
Und dann schaue ich einfach mal, welche Portalenergie an diesem Tag uns begleitet. Also es begleitet uns die Energie der Klarheit. Also dass du heute oder dass wir alle heute besonders unsere innere Stimme, unsere Aufmerksamkeit auf unsere innere Stimme richten, was unseren wahrhaftigen Selbst repräsentiert. Also, dass wir so bestimmte Störungen, Meldungen, Störungsmeldungen, was jetzt vom Verstand oder von Ego sich hineinschleichen, also im Alltag, dass wir die wirklich wegschicken und zum Stoppen bringen oder zum Schweigen bringen und dass wir uns mit dieser tiefen Weisheit verbinden. Und wir werden auch hier Antworten auf alle unseren Fragen bekommen. Also tiefe Weisheit kommt ja also wirklich von innen, also indem wir uns mit uns selber verbinden, ja, wenn wir zur Ruhe kommen, in der Stille kommen, ja. Und da kommen wir auch wieder in unseren Vertrauen, wenn wir uns anbinden, unsere Füße spüren, wir ruhig atmen, ja, dann erlangen wir auch innere Klarheit und auch dann erkennen wir auch den richtigen Weg. Und das ist hier heute besonders wichtig, der innere Stimme zu folgen. Und diese innere Stimme kommt ja durch unsere innere Weisheit, ja. Und auch für deinen Seelenpartner. Jetzt schauen wir noch mal am Donnerstag, was er denkt, was er fühlt und was jetzt so gerade bei ihm los ist. Und dann kommt die Venuskarte Verwirklichung. So. Verwirklichung. Und da lese ich gerne die Bedeutung vor. Also, bringe das in eine konkrete Form, wofür du sprichst, was du dir vorstellst oder was du geplant hast. Verdichte und forme, gestalte und erschaffe. Achte aber darauf, dass du in deinem Tun, in deinem Erschaffen dich nicht zu sehr fixierst. Bleibe bei der Verwirklichung deiner Pläne flexibel, stets offen für das Leben. Alles, was du in Form bringst, alles, was du erschaffst, hat nur den nachhaltigen Bestand, wenn es im Einklang ist mit deinem Seelenplan, entsteht. Wenn es im Einklang mit deinem Seelenplan entsteht. Dein eigenes Leben zeigt dir bei all deinem Tun, worum es tatsächlich geht. Öffne dich daher dem Leben. Es geht hier auch darum, wenn er jetzt was geplant hat und was er macht, dass es mit in seinem Seelenplan hineinpasst, auch heute, ja. Das ist wichtig. Und dass er seinen Fokus darauf richtet. Ich richte den Fokus, meine Aufmerksamkeit auf das, was man haben will, also auf Gesundheit, auf Liebe, auf Erfüllung und auf Freude. So, die Engel sagen für heute Verspieltheit. Um romantische Gefühle zurückzuerobern, erlaube deinem jugendlichen Spirit vor Vergnügen zu strahlen. Vielleicht ja, war der auch was zurückgezogen, auch durch die Portaltage, vielleicht nicht so allzu aktiv oder war der nicht in so einer aktiven Kommunikation. Und es geht jetzt hier darum, in diese Leichtigkeit, in diese Spielerige hineinzugehen, um wieder in diese romantische Gefühle zu kommen, diese Verspieltheit zu spüren. Oh, kommt der Engel mit der Botschaft, ja, also sage ja zu dir, sage ja zu Leben, sage ja zu dieser jetzigen Situation, sage ja zu dieser Verbindung, sage ja zu allem, was ist, sage ja zum Jetzt, ja, wunderbar, toll, die Karte, ja. So, welche Engel, Erzengel Gabriel, begleitet ihm heute, mit deiner Hilfe gelange ich zu Klarheit. Also er wird jetzt heute unterstützt, besonders von Erzengel Gabriel und wird also
Klarheit bekommen über viele, viele Dinge und viele Themen in seinem Leben, auch mit den Themen jetzt mit euch beiden. Ja, und da kommt hier bitte um Hilfe, wobei benötigst du wirklich Hilfe? Also ist hier, wenn ich hier diese Frau sehe, dass die um Hilfe bittet, also dass er sich heute vielleicht auch auf Seelenebene verbindet. Es kann jetzt auch im Schamanischen was sein, also mit schamanisch oder mit seinen Geistführern oder mit seinen Engeln. Oder mit seinem Schutzengel, dass er sich verbindet, mit dem Krafttier, dass er sich verbindet, also wo der Hilfe braucht, wo der noch so gewisse Unsicherheiten in sich spürt, dass er sich da verbindet, ja, heute. Und kommt nochmal die Maske, ja, die Maske spielt hier eine große Rolle, noch bei ihm. Diese Maske bietet ihm noch einen gewissen Schutz. Der kann sich hinter dieser Maske wunderbar verstecken, ja. Und braucht er auch das so nicht rauszulassen, was er denn denkt, was er denn fühlt. Und deswegen versteckt er sich so hinter dieser Maske. Und also es kommt aber auch hier Glück im Spiel. Also das heißt, dass er also mehr in das glücklich sein hineinkommt und immer mehr und mehr erkennt, dass er diese Maske ablegen soll, ja. So, und dann schauen wir noch mal, was er seine Seele für dich sagen möchte, ja oder nein. Dein Wunschpartner kann sich nicht, also nicht ganz entscheiden. Er weiß einfach nicht, was er will und hat sich deshalb von dir jetzt momentan vielleicht auch wieder zurückgezogen. Er braucht diesen Abstand, um sich darüber klar zu werden, ob der überhaupt eine feste Beziehung mit dir möchte. Es kann auch sein, dass er sogar bindungsunfähig ist oder vielleicht schlicht und ergreifend einfach nicht will. Also es kommt hier, melde dich nicht, lauf ihm nicht hinterher, denn keine Antwort ist auch eine Antwort, die du akzeptieren musst. Bleibe stark. Das würde ich jetzt im Kontext hier deuten. Es geht hier darum, dass er sich nicht meldet, dass er sich wieder zurückgezogen hat. Es kann sein, dass er wieder in Rückzug gegangen ist. Ja, dann lass ihn doch mal. Und er wird sich schon wieder melden, weil hier liegt auch nämlich das Glück. Und er weiß ja auch, er versteckt sich dann auch so schön hinter der Maske, das gibt ihm dann auch die Sicherheit, ja. Und dann braucht er Abstand. Vielleicht hat er wirklich einige Beziehungen hinter sich und vielleicht wirklich total schlechte Erfahrungen, das wissen wir ja auch nicht. Und dadurch vielleicht zweifelt er auch an sich selber, bin ich dann jetzt wirklich beziehungsfähig oder nicht, ja. Und hier ist ja die Solarplexus-Chakra blockiert, ja, unglaublich. Und das ist das Selbstwert, also Glaubenssätze, Persönlichkeit und Handlungen. Ich bin falsch. Dein Wunschpartner hat ein großes Problem und zwar ein ungelöstes Mutterthema. Die wichtigste Bezugsperson im Leben aller Kinder war für ihn nicht verfügbar. Sie hat ihn weder in seinem Grundfesten gestärkt noch genügend liebevolle Aufmerksamkeit und Zuwendung gegeben. Im Gegenteil, das Mutter-Kind-Verhältnis war von Anfang an gestört. Er wurde gemaßregelt für die kleinsten Kleinigkeiten. Ihm wurden eingetrichtert, wie er zu sein hat und all das läuft für ihn nur den Glaubenssatz zu, dass er nicht liebenswert ist und mit ihm als Person etwas nicht stimmen kann. Scham und Minderwertigkeitsgefühle bestimmen dein Dasein. Das hört sich ja jetzt schlimm an, aber ihr glaubt gar nicht, dass ich auch hier in meiner Praxis so einiges auch erfahre. Und ich hatte hier auch jemand bereits schon gehabt, wo wirklich dieses Selbstliebe als Glaubenssatz umprogrammiert habe, ne? Also ich werde geliebt aus dem Nicht, ich bin nicht liebenswert, ich werde nicht geliebt, diesen Glaubenssatz in ich werde geliebt umzuprogrammieren. Und
Das geht, das ist unglaublich. Aber wenn solche Programme schon in der Kindheit so tief verankert sind, dann ist das also auch mit einmal Umdenken nicht getan. Ja, das zieht sich dann durch das ganze Leben. Aber wir können ja auch schauen, dass wir da diese Chakrenausgleich machen. Das können wir gerne schauen. Und ich habe auch beschlossen, dass ich diesen Chakrenausgleich jetzt bis zu Ende der Portaltage durchziehe, also bis einschließlich Samstag, den 2.6. für die Dualseelenpaare und für euch beide kostet das 70 €. Das hatte ich schon mal in meinem Video erwähnt. Also du schreibst mir eine E-Mail über den Kontaktformular meiner Homepage und schon kannst du dabei sein. Die Energieübertragung ist wie gesagt immer um 23 Uhr. Ja, und heute kommt für deinen Seelenpartner die Karte Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Also in der Beziehung zu dir steht eine Veränderung an. Und das ist doch schon mal toll. So, dann gehen wir jetzt zu dem nächsten Tag über, nämlich zu den 1. Juni 2018. Und das ist der 9. Portaltag. Und schauen wir mal, was da von der Energien so auf uns wirken an dem Tag. Also ist nochmal ein Tag der Erkenntnis. Und also ganz tiefe und ehrliche Erkenntnisse finden heute statt, die auch wirklich in der Realität gebracht werden können. Ja, und dadurch erfahren wir auch einen großen inneren Wachstum, eine Neustrukturierung, auch in unserem Bewusstsein und auch die Erhöhung in körpereigenen Schwingungsfrequenzen. Also körperlich fühlen wir uns auch viel, viel besser. Also Erkenntnis ist auch eine intensive Energiefrequenz und das ist immer verbunden mit dem gesamten Heilung, also insgesamt mit unserem So-Sein als Heilung wirklich kann das übertragen werden. Ne? Also es ist wichtig, dass wir nicht etwas verdrängen, also diese heilsame Möglichkeiten, sondern dass wir erkennen und das in diese gelebte Realität hineinbringen. Und so findet dann auch eine Bewusstseinswandlung statt. Ja, durch diese Erkenntnis, durch diese ins Realität zu bringen. Dann erfahren wir auch diese vollkommene Heilung. Also meine Kerze, die ist aber nicht aus. Also die brennt nicht so, aber jetzt wieder. So. Ja. Also darum geht es heute und wir schauen mal, wie es deinem Seelenpartner heute an dem 1. Juni geht. Ja, und bei ihm meldet sich heute die männliche Kraft. Ich bin das Licht, ich übermittle, ich bin und du bist ihm, wir sind. Und dazu lese ich dir auch wieder die Bedeutung vor, ja? Behüte und beschütze, sei kraftvoll. Das sind alles so männliche Eigenschaften. Wage den Durchbruch, ja? Du trägst das Licht in dir, du trägst die Kraft in dir. Strahle sie aus, übertrage deine Kraft. Übermittle jene, die dir anvertraut sind. Den Zugang zu Kraft stärke sie. Hüte dich davor, deine Kraft oder deine Macht zu missbrauchen, denn das wäre dein Niedergang. Begegne deinen Partner, deinem Kind oder jenen Menschen, die auf dich zählen, so, dass sie sich in deiner Gegenwart sicher und behütet fühlen. Gestatte deine Männlichkeit, Gefühle zuzulassen. Fühle, spüre und liebe. Du begegnest ihm, wir sind, du bist im Einklang mit du. Falls jetzt hier
in der Partnerschaft ganz sich anders verhält, wenn das zum Beispiel, wenn du ein Mann bist und das für eine Frau schaust jetzt, ja, also für eine Loslasserin, nee, für eine Gefühlsklärerin. Wir haben ja alle unsere männliche und weibliche Aspekte in uns. Dann ist dein Gegenüber, dein Seelenpartnerin, gefördert, auch diese männliche Eigenschaften in sich zu entfalten, ja. Dann ist sie zu sehr in diesem passiven Verhaltungsweise, in dieser weiblichen Energie. Also es geht darum, hier also kraftvoll zu sein, etwas zu wagen, zu Durchbruch zu bringen, etwas zu beschützen und zu behüten, ja, und den Gegenüber, den Partner oder den Kindern so zu begegnen, dass sie sich in deine Gegenwart wohlfühlen. Also dass man auch so einen Schutz ausstrahlt, ja, und auch Gefühle zulässt. Also das macht nichts, also wenn du jetzt hier ein Mann bist und andersrum schaust, dann kannst du auch wirklich umdenken, weil das ist ja für jeden Seelenpartner ist das richtig so. Ja, und dann kommt die Karte Reinigung heute. Ich reinige mich innerlich und lasse alte Gedanken, Gefühle und Energien jetzt los. Also nochmal hier bei deinem Seelenpartner. Kommen immer wieder noch bestimmte Themen, wo der noch was reinigen soll und loslassen soll. Es ist auch nicht schlimm, es ist auch ein Wandlungsprozess. Es sind jetzt auch noch die Portaltage sehr, sehr intensiv. Das spürt ihr auch durch die Wolken, dass sich da auch was bewegt. Ja, und natürlich sagen die Engel, also die Chemie zwischen euch stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehung. Also er fühlt sich von dir magisch angezogen, also auch von der Ferne, also er fühlt sich von dir angezogen. Und dann bekommt er auch etwas Unterstützung von Engeln und die sagen, du brauchst keine Angst, du hast keinen Grund zur Sorge, du brauchst keine Angst zu haben, du darfst ruhig deinen Gefühlen folgen, deinen Emotionen. Und da kommt nochmal die Engel für all Liebe. Ich entwickle mich von der bedingungslosen zu allumfassenden Liebe weiter. Und das ist jetzt noch eine höhere Form. Also das heißt, die bedingungslose Liebe ist, wo du wirklich aus dem Herzen heraus liebst, ja. Und dafür nichts erwartest, dass du nicht bewertest, sondern einfach nur deine Liebe, wenn und aber, fließen lässt, ja. Ohne Wenn und Aber fließen lässt. Ja, und hier diese Allliebe ist diese göttliche Liebe, diese allumfassende. Das ist dann, dass du die ganze Menschheit, die Tiere, die Pflanzen, das gesamte Universum liebst. Und das ist eine gigantische Entwicklung jetzt für den Gefühlsklärer oder Gefühlsklärerin. Also das ist wirklich eine gigantische Entwicklung, wenn dein Seelenpartner auch schon so weit kommt. Das zeigt mir auch, dass du sehr viel an dir gearbeitet hast, dass du sehr viel in dein Gefühl bist, in bedingungslose Liebe bist. Und da ihr euch spiegelt, dass hier auch eine gigantische Entwicklung jetzt auch stattgefunden schon hat, ja? Und also es kommt hier auch eine Erkenntnis, du bist grenzenlos. Deine Engel laden dich ein, diese Wahrheit zu begreifen. Es geht darum, dass er das auch wirklich versteht, dass er also grenzenlos ist. Dass er die Grenzen, die er hat, dass er sich das selber erschaffen hat und selber auferlegt hat. Ja, muss ich dazu noch was sagen? Ja, also es ist hier, zeigt sich nochmal eine Dating und ein Treffen und die Chakrenreinigung und das ist also unglaublich. Siehst du, wie die zwei zusammen verbunden sind, ja? Also der eine saugt von den anderen und meistens die Gefühlsklärer saugen von den Loslassern, ja? So ist das leider, das ist eine Tatsache. Und also hier wirst du nochmal aufgefordert,
Ja, hier diese Chakrenreinigung oder dein Seelenpartner wird aufgefordert, eine Chakrenreinigung vorzunehmen, damit das hier auch endlich zum Treffen kommt. Ja, also und wenn ihr zum Treffen kommt, dann also sollten beide in ihre Kraft sein. Ja, so und was möchte der dir sagen? Oh, ich glaub's nicht. Das ist die Seelenliebe. Dein Wunschpartner und du, eure Seelen sind schon sehr, sehr lange miteinander verbunden. Ob ihr jedoch in diesem irdischen Leben, in diese Reinkarnation zusammenfindet, steht noch in den Sternen. Eure Geschichte ist noch nicht geschrieben, denn zwischen euch gibt es viele Geheimnisse und unausgesprochene Dinge zu klären. Ihr beide müsst bereit sein, eure Vergangenheit hinter euch zu lassen, und diese Aufgabe erfordert Geduld, Mut, Zeit und Raum. Ja, also ich muss so ein kleines bisschen hier diese Karte ergänzen. Ich finde die Karten toll, aber selbstverständlich ist das schon vorgeschrieben, ob ihr zusammenkommt oder nicht. Also so ist es nicht. Also ihr, wenn das so vorbestimmt ist, auch wenn ihr eure Themen geklärt habt und euch weiterentwickelt habt und wenn das wirklich vorgesehen ist für dieses Leben, dann kommt ihr auch zusammen, ja? Und nur das wissen wir ja halt noch nicht, ne? Ja, und hier ist nochmal die Kronenchakra, was blockiert ist. Also die Spiritualität, die göttliche Führung, die Erleuchtung ist hier blockiert. Also Kompass ohne Ziel. Dein Wunschpartner hat derzeit einfach keine Kraft, um nochmal von vorne anzufangen. Das Thema Partnerschaft laugt ihn förmlich aus und im Moment ist er weder offen noch bereit für eine neue Beziehung. Vermutlich ist er auch beruflich sehr eingespannt und oder hat eine Frau, Kinder und Eigentum. Er ist der Situation zwar nicht glücklich, weiß aber einfach nicht, wie er sie ändern soll. Er kann nicht aus seiner Haut und ignoriert seine innere Stimme, die schon lange sehr laut in ihm schreit, dass er so nicht weitergehen kann. Erst wenn ihm klar wird, dass was oder wer wirklich wichtig in seinem Leben kommt, kommt er auf dich zu. Und das wird dauern. Ja, hier ist das jetzt gesagt, es wird dauern, ja, aber ich würde da jetzt mich nicht negativ runterziehen lassen, weil hier kommt ja auch die Karte, schau mal, kein Grund zur Sorge, die Anziehung ist da, dann kommt diese Allliebe. Und du bist grenzenlos und er möchte dich dennoch treffen, ja? Also, dann vielleicht, ja, guck mal, und da kommt doch die heilige Verbindung, ja? Hüte deine Beziehung wie einen Schatz. Und also hier ist die Kronenchakra halt blockiert, ja? Aber das kann man ja auch energetisch öffnen. Das ist überhaupt kein Problem. Und auch die Portaltage haben auch schon hier einiges bewegt, ja. So, und dann kommen wir auch zu dem letzten Portaltag am 2. Juni. Und wir schauen einfach mal die Energien ein, welche Energien an diesem Portaltag wirken. Und du wirst es nicht glauben. Also am 10. Portaltag ist die Energie der bedingungslose Liebe, also die Meisterung. Also wir haben jetzt diese Läuterung, also diesen Prozess durchgemacht, also diese 10 Tage und immer mehr kommen wir in diese bedingungslose Liebe. Diese einzigartige und diese reine Liebesfrequenz, die keine Ansprüche stellt, die nicht fordert, die nicht bindet und die alle Menschen oder deinen Seelenpartner auch so annimmt, wie es ist, also zu lieben, ohne zu fordern und zu geben, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten, ja? Und das aus dem inneren Erfüllung, aus der inneren Fülle, aus dem inneren Reichtum überfließen zu lassen, ja?
und auch wirklich dieses glückliche Gefühl in sich zu spüren. Das ist diese reine Liebesfrequenz. Und das erreichen wir auch in diesem 10. Portaltag. Und das ist auch ein Samstag, ja? So, also diese Liebesfähigkeit, dass wir nicht bewerten, ist es gut, ist es schlecht, ist es böse, ist es besser, ist das moralisch gut, ist es nicht gut, ist es böse. So, dass wir da rauskommen komplett und also in diese reine Liebe kommen, in diese vollkommene höchste Form der Liebe, weil das kann tiefe Heilung wirklich bewirken, diese bedingungslose Liebe und das in diese gelebte Realität, also in Ausdruck zu bringen, also real in Ausdruck zu bringen. Und hier sind zwei Venuskarten gekommen an dem heutigen Tag für deinen Seelenpartner. Und das glaube ich jetzt wirklich nicht. Ja, aber das ist wirklich so. Das ist wirklich von dem geistigen Welt. Beobachte auch meine Legungen, schau dir auch ältere Videos an, wie stimmig das sind. Auch wenn ich hier eine Legung mache, die Tagesbotschaften und dann ziehe ich aus dem anderen Deck die Tageskarte, dass die miteinander übereinstimmen, ja. Und hier die beide Karten, das Erblühen und die bedingungslose Liebe. Und ich lese dir zuerst das Erblühen vor. Ja. Du erblühst wie eine Rose, in deinem Herzen erwacht die Liebe. Lass sie geschehen, spüre diese Liebe, jene, die dir begegnen. Berühre mit deiner Liebe jene, die mit dir sind. Lass die Liebe in dir erblühen und strahle sie aus. Du wirst dadurch wie eine wunderbare duftende Rose andere anziehen. Beschenke sie und nimm an, was sie dir schenken wollen. Beachte, dass du mit deinem Geben und mit deinem Nehmen in Gleichgewicht bleibst. Würdest du darin das Gleichgewicht verlieren, so würde auch deine Ausstrahlung vergehen. Also strahle deine Liebe aus und eröffne dir wie auch anderen dadurch neue Wege. Finde mit all deiner Liebe einen Abschluss im Bereich, der zu Ende gehen möchte. Also es das heißt jetzt, es kann ein bestimmter Bereich zu Ende gehen im Leben. Natürlich kann das sein. Also es kann sich auch in vielerlei Richtungen sich beziehen, auch bei deinem Seelenpartner. Und hier kommt nochmal die bedingungslose Liebe für ihn. Und das ist eine unglaubliche Entwicklung in diesem Seelenpartnerprozess. Also nimm wahr und nimm auf, was dich umgibt. Wende dich deiner momentanen Lebenssituation bewusst zu und verwandle sie mit der reinsten Liebe des Herzens. Erwarte nicht geliebt zu werden, fordere keine Liebe ein. Erkenne, dass die Liebe keine Mangelware ist. Erkenne vielmehr, dass du eine unendliche Liebesfähigkeit in dir trägst. Und strahle diese Liebe aus, bedingungslos und völlig frei. Und erkenne, dass du durch deine Liebe unendlich kraftvoll Neues gestalten kannst. Und das kommt mir so im Bewusstsein, dass ich diese Karte auch bei diesen Tagesbotschaften, die ich gestern gemacht habe, die sich auch gezeigt hat, ja, diese bedingungslose Liebe. Und es ist unglaublich, also es hat eine unglaubliche Entwicklung hier bei deinem Seelenpartner stattgefunden. So, und dann kommt noch mal die Erdenkraft. Ich verbinde mich intensiv mit Mutter Erde und werde dadurch ihre Kraft durch
ihre Kraft unterstützt. Also Erdung ist total wichtig. Ich habe euch das schon mal erklärt, dass wir diese weibliche Urkraft, diese weibliche nährende Urkraft aus der Mutter Erde holen, das Urvertrauen, das Getragensein, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, das Ja zu sagen zum Leben, zum Hier und Jetzt, das kommt alles aus der Erde, ja. Und du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert. Also da findet auch wieder eine Entwicklung statt. Also eine Erkenntnis. Ja, ich kann diese Liebe annehmen. Ich kann diese Liebe auch erwidern. Ich bin liebenswert und ich verdiene es auch, geliebt zu werden. Ich kann es annehmen, ja. Ja, und dann kommt noch in den kommenden Wochen, also eine Unterstützung von den Engeln, dass da auch in kommenden Wochen, wenn du diese Karte jetzt hier intuitiv anschaust, ja, in diesen kommenden Wochen, guck mal hier diesen Tempel, diesen Palast, wie hier ein Engel hochgeht. Also in diesen kommenden Wochen wird diese Vollendung in diesem Dualseelenprozess auch stattfinden, ja. Also so kommt mir das, also dass in diesen kommenden Wochen also ein gigantischer Durchbruch auch stattfinden wird. Ja? So, da kommt der Engel für Reinheit und Klarheit. Ich lasse alte blockierende Muster und Illusionen los. Also da ist auch wieder eine sehr, sehr tolle Karte. Also wirklich, also es wird losgelassen, richtig losgelassen, ja. Und dann kommt hier die Karte nochmal, halte an deinem Glauben fest, vertraue in diese Situation auf deinen Glauben. Und hier nochmal die ganze Schmetterlinge, auch hier der Schmetterling selber. Ganz viel Transformation. Schau mal hier, die Portaltage, diesen verfärbten, wunderschönen, transformierenden Himmel, den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Es wird wirklich... eine tiefe Transformation findet jetzt hier heute nochmal statt, also zum Positiven, zum Besseren, weil du siehst ja auch hier die Farben sind hier auch positiv, gelb, orange, rot, also es ist keine Unruhe hier auf diesem Bild zu spüren, ja, also es ist keine aufgewühlte Gefühle, sondern eher positiv zu diesen bedingungslose Liebe bewegt sich hier alles, ja, bei deinem Seelenpartner. So, und da kommt noch mal heute dann die Leichtigkeit hinein. Da kommen die tiefen Gefühle, da steht zwar Eifersucht, aber es muss ja kein Eifersucht sein bei tiefen Gefühlen, sondern so ein bisschen Sehnsucht, Melancholie und auch die Anziehungskraft. Also es muss jetzt kein Eifersucht, würde ich nicht sagen, sondern dieses, oh, ich vermisse dich, so dieses Sehnsucht, dieses Anziehungskraft, diese tiefen Gefühle, ja, durch diese bedingungslose Liebe. Und dann nochmal die Verbundenheit hier. Kommt die Karte Verbundenheit. Dein Wunschpartner fühlt sich dir sehr verbunden und er will dich einfach nicht aufgeben, nicht verlieren. Du bist Geliebte und beste Freundin in einem für ihn. Bei dir kann er sich fallen lassen. Ihr seid wie durch eine unsichtbare Nabelschnur miteinander verbunden. Ihr werdet euch niemals verlieren, selbst wenn lange Zeit seit dem letzten Kontakt vergangen ist. Sende deinen Wunsch, mit ihm vereint zu sein, ins Universum ab und es wird geschehen. Vertraue darauf. Also natürlich sind Seelenpartnerschaften mit einer unsichtbaren Schnur verbunden. Deswegen, also kann egal wo sein, wird immer dieses verbundene Gefühl zu dir auch spüren. Ihr werdet euch auch immer wieder spüren und ihr werdet euch auch immer wieder irgendwie begegnen, wie auch immer. Also durch, ihr werdet immer auch in Träumen euch begegnen. Also ihr könnt nicht voneinander ganz lassen. Und hier kommt nochmal, dass seine Herzchakra so noch was blockiert ist, also Herzchakra, Liebe, Vertrauen, Hingabe und Vergebung, das verkaufte Herz. Dein Wunschpartner hat die Erfahrung gemacht, sich Liebe und Zuneigung erkaufen zu müssen.
Ja, das kann ich vielleicht auch nachvollziehen. Die Ursache liegt weit zurück in seine Kindheit, solange er so funktioniert hat, wie das seine Eltern von ihm erwartet haben, bekam er endlich das nötige Anerkennung, ein Lob oder eine Umarmung. Als Erwachsene hat er dann solche Frauen in sein Leben gezogen, die die Mutter oder den Vater gespiegelt haben, Liebe und Zärtlichkeit gegen Geld. Seine Partnerinnen geben ihm somit das Gefühl, dass er nicht um seinen Selbstwillen, sondern wegen seinem Bankkonto geliebt wird. Seitdem ist das misstrauisch und das Herz komplett verschlossen. Also es kann schon sein, dass da aus dem Kindheit so bestimmte Themen da hinein fühlen. Also du hast hier bei mir heute, also an dem zweiten, noch mal das letzte Mal an diese Chakrenausgleich mit deinem Seelenpartner teilzunehmen. Und dann im neue Woche werde ich meinen neuen Wochenangebot vorstellen. Vorab mal kurz, es wird ein Gegenstand sein. Also ich habe nämlich wunderschöne Steine, Anhänger, die ich gerne auch für diese Heilung und Liebe gerne mit bestimmte Energie aufladen möchte, mit Reiki. Also über den Preis habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das wird dann halt auch energetisch persönlich für dein, was du haben möchtest. Du sagst mir deinen Wunsch. Das sind jetzt zwei Steine, was ich hier vor Ort habe. Und diese beiden Steine haben etwas mit dem Herz zu tun. Also einmal den berühmten Rosenquarz, was du auch kennst, und den Aventurin habe ich da als Steineanhänger. Und beide sind, da werde ich auch in meinem nächsten Video das vorstellen. Und das ist jetzt auch noch nicht aktuell, aber schon mal zum Vormerken, ich werde die Sachen aufladen. Wenn du ein Mann bist und dies nicht tragen möchtest, du kannst diesen kleinen Anhänger auch in dein Portemonnaie tragen. Du kannst das in deine Hosentasche tragen. Da ist auch ein kleines Lederbändchen dran und mit dieser Energie. Oder du legst es einfach unter deinem Kopfkissen und das hilft dir bei dieser Herzheilung auch allgemein, die du jetzt diese Verletzungen, die du auch vielleicht in deinem Seelenpartner, Dualseelenprozess erfahren hast, diese Zurückweisung, diese nicht unerwiderte Liebe, diese wie soll ich das sagen, diese ganze Rückzüge, ja, immer die zweite Wahl vielleicht zu sein, hilft dir auch bei der Heilung ungemein und das wird auch eine also ein Angebot sein, das auch viele sich mehr erlauben können und leisten können, natürlich auch mit Energie aufgeladen, aber es wird nicht allzu teuer, wie jetzt die beiden Angeboten jetzt, wie die waren. Aber ich komme jetzt langsam zu Ende und schau mal, hier kommt die Amos-Botschaften, also am letzten Tag, Liebe. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Ja? Und dann kommt noch mal die Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür. Lass sie herein. Ja, also es geht hier wirklich darum bei deinem Seelenpartner, dass hier eine gigantische Transformation schon stattgefunden hat. Und also ich freue mich so mit dir, also dass du das so wunderbar auch durchgehalten hast, du bist auch in deinem Seelenpartnerverbindung immer ein Stückchen mitgewachsen und dein Seelenpartner mit. Und ja, ich freue mich für dich, wenn sich da positive Veränderungen gibt. So, meine Lieben, ich komme jetzt zu Ende. Also, das war der zweite Tag. Wie geht es deinem Seelenpartner, Seelenpartner, Dualseele und Zwillingsflamme? Was denkt und fühlt er heute? Das war der zweite Teil von 31. Mai 2022.
bis zum 2. Juni. So, ich bitte dich auch hier, dieses Video auf Facebook zu teilen, damit das auch viele, viele andere Menschen erreicht, die diese Begleitung benötigen. Das ist ja hier völlig kostenlos, mein Kanal. Und natürlich, wenn du meinen Kanal, wenn du neu hier bist und gerade zuschaust und meinen Kanal gefunden hast, dann empfehle ich dir wirklich, diesen Kanal zu abonnieren, weil es wird auch ganz viele spontane Videos von mir kommen, auch kurze Videos. Also ich bevorzuge, viel kürzere Videos zu machen. Das geschieht dann auch viel schneller, ist auch viel, viel weniger Arbeit, auch für mich. Und das bringt auch eine gewisse Dynamik und Frische hier in dem Tag hinein. Und wenn du natürlich meinen Kanal abonnierst, dann verpasst du in Zukunft gar nichts mehr von mir. Wenn du mein Video kommentierst und mir ein Feedback gibst, was da gestimmt hat, was da gepasst hat, freue ich mich sehr. Und ich versuche auch schnell wie möglich zu antworten. Wenn ich dazu Zeit habe, also antworte ich dir direkt. So, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, für dein Interesse und wünsche dir einen tollen Tag, eine tolle Woche. Wir werden uns bald wiedersehen und sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.